EDV-Kenntnisse sind heutzutage essentiell für den Berufseinstieg von jungen Erwachsenen. Ja doch, wie fördert man solche EDV-Kenntnisse bei Kindern und Jugendlichen? Reicht das, was diese in der Schule dazu lernen, respektive ja, wie sollten und ja, können Eltern da diese EDV-Kenntnisse ihrer Kinder noch weiter fördern? All das schauen wir uns hier in diesem Video ganz genau an. Ein digitales Willkommen hier bei Lösungen für die Medienerziehung. Ich bin der Ben und heute geht es also um dieses wichtige Thema EDV-Kenntnisse. Ja, und EDV-Kenntnisse sind heutzutage überall eigentlich gefragt, doch was versteht man eigentlich ganz genau unter solchen EDV-Kenntnissen? Ja, EDV, das steht ja für elektronische Datenverarbeitung und ja, damit ist eigentlich alles gemeint, was so für ja, Büroarbeiten, organisatorische Arbeiten eben ja, gebraucht wird. Und in solchen Programmen sollte man sich heutzutage eben dringendst auch gut auskennen, denn diese EDV-Kenntnisse sind heutzutage eigentlich in allen Berufen gefragt und je mehr Wissen, das man in diesem Bereich eben hat, desto mehr Möglichkeiten bieten sich schlussendlich eben auch dem Kind respektive den jungen Erwachsenen auch für den Berufseinstieg. Und ich werde dir später in diesem Video noch zeigen, wie auch schon durchaus Jugendliche auch schon ganz viel Geld verdienen können mit einem solchen Fachwissen in diesem Bereich. Ja, und damit sehen wir, dass das ein sehr, sehr wichtiges Feld ist, in dem Kinder eben dringendst auch ja, einen guten Wissensstand sich aufbauen sollten. Das Problem dabei ist allerdings, dass die Schule da eigentlich nicht ganz optimal fördert und die Kinder da eben nicht so weit vorbereitet auf den Berufseinstieg, wie das eben, ja, von den Arbeitgebern her eigentlich gefragt wäre. Und somit sind eben die Eltern da gefragt, ihre Kinder optimal in diesem Bereich EDV auch zu fördern. Ja, und diese Förderung, die sollte so früh wie möglich beginnen. Also wenn die Kinder lesen und schreiben können, dann sollte man eben auch schon mit solchen EDV-Programmen anfangen, respektive ja, dem Kind die Möglichkeit geben, sich in diesem Bereich eben auch zu entwickeln und zu entfalten. Ja gut, nun, wie kann man denn ganz konkret diese EDV-Kenntnisse von Kindern auch fördern? Was kann man denn da mit den Kindern gemeinsam machen? Da gibt es ganz viele tolle Möglichkeiten, wie man da im Alltag eben auch diese EDV-Kenntnisse des Kindes eben auch anregen kann. Zum Beispiel, indem man dem Kind sagt, es soll mal einen Flyer oder eine Einladung für einen gewissen Anlass, den man hat in der Familie, mal machen, sei es für die eigene Geburtstagsparty, für das nächste Familienfest oder ja, das nächste Weihnachtsessen. Oder auch sonst, wenn man Leute mal einlädt, kann man ja dem Kind sagen, es soll mal eine Einladung dazu machen oder auch ein Menü gestalten für diesen Abend. Da gibt es aber auch noch viel mehr, was man machen kann. Man kann dem Kind natürlich auch sagen, es soll zum Beispiel ein Video gestalten, selbst ein Video machen über den Alltag zu Hause, über einen speziellen Familienausflug oder ja auch sonst mal über das Haustier oder so oder das kleine Geschwisterchen, keine Ahnung, auch mal ein Video gestalten, dass das Kind eben lernt, mit diesen Editierprogrammen eben auch gut umzugehen. Eine weitere Möglichkeit dazu ist, dass man ja auch verschiedene digitale Planungstools nutzt, zum Beispiel für die Lernorganisation des Kindes. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie du siehst, wie man da das Kind eben auch anregen kann, im Alltag solche EDV-Kenntnisse auch zu erweitern. Wenn du mehr Tipps dazu haben möchtest, dann kann ich dir dieses Video hier empfehlen, denn da gebe ich dir wirklich ganz geniale Alltagsideen, wie du die Medienkompetenzen und eben auch die EDV-Kenntnisse deines Kindes effektiv fördern kannst. Was ein bisschen über diese EDV-Kenntnisse hinausgeht, aber unglaublich viel Sinn macht, das sind ja verschiedene Editierprogramme respektive auch Programmierspiele dem Kind da zur Verfügung zu stellen. Und das macht unglaublich viel Sinn, denn das ist eben dieses Fachwissen, was das Kind sich aneignen kann, was heutzutage enorm gefragt ist. Also Editierer und Programmierer, ja, die sind gefragt wie nichts anderes heutzutage. Ein
Kurzes Beispiel dazu, auch ich in meinem Berufsalltag, ich mache ja hier diese Videos, die müssen ja editiert werden für YouTube. Das ist eine sehr, sehr mühsame Angelegenheit, dauert Stunden, ein solches kurzes Video für YouTube auch zu editieren, da diese Einblendungen zu machen, zu schauen, dass alles korrekt quasi abläuft im Video und dass alles gut geschnitten ist. Und ja, da ist es natürlich so, dass viele Leute sich da auch Hilfe, Unterstützung auch suchen, und das ist unglaublich viel Geld wert. Also für ein solches Video, welches, sagen wir mal, 3-4 Stunden sicher dauert, um zu editieren, das ist also locker auch mal 200 Euro wert. Und ja, da kann man sich mal ausrechnen, was das für einen Stundensatz ausmacht. Und da gibt es durchaus, das kenne ich sehr gut, dass man da eben Teenager auch nimmt dafür oder junge Erwachsene, Studenten zum Beispiel, dafür eben auch nimmt, weil diese natürlich, ja, diese Kenntnisse auch einfach sich erarbeitet haben, diese Fähigkeiten haben. Und sind wir mal ehrlich, für solche Videos, wie ich die hier mache, braucht man da keine unglaublich, ja, ausgefeilte Editierkenntnisse. Es geht hier ja weniger um so Color Grading oder Time Ramps zu erstellen. Das sind ja keine Naturfotografien und Videos, die ich da mache, sondern das sind ja eigentlich ganz einfache Videos zum Editieren. Das kann wirklich auch schon jedes Kind eigentlich sich ganz, ganz leicht erlernen, wie das geht. Und wie gesagt, kann man da sehr viel Geld dafür verlangen. Und programmieren, auch das, zum Beispiel eine Homepage gestalten, auch das ist heutzutage unglaublich gefragt und es gibt viel zu wenig Leute, die das machen. Ich meine, die richtig professionellen Programmierer, die beschäftigen sich dann schon mit etwas komplexeren Sachen, und für Homepage-Gestaltung, da, ja, hat man eigentlich nicht mehr so viele Leute zur Verfügung. Und auch da ist es so, dass so eine Homepage, ja klar, die braucht 20, 30 Stunden, bis man die erstellt hat, aber für so eine Homepage-Gestaltung kann man locker mal 2000 Euro auch verlangen, mindestens. Und da seht ihr schon, dass das auch unglaublich Sinn macht. Warum soll dein jugendliches Kind irgendwann dann einen Ferienjob machen, irgendwo an einem Glassestand für ein paar Euro die Stunde arbeiten, wenn es auch mit dem Laptop am Pool hängen kann und innerhalb von ein paar Stunden da wirklich mehrere hundert Euro verdienen kann. Also da siehst du, dass diese Förderung dieser Kenntnisse, dieses Wissens eben unglaublich viel Sinn macht und viele, viele Möglichkeiten deinem Kind eben auch in der Zukunft eröffnen kann. Und gerade auch in Sachen Ferienjobs, in Sachen einfach nebenbei ein wenig Geld zu machen. Ich meine, diese Sachen kann man auch, wenn man dann arbeitet, im Beruf dann tätig ist, kann man diese Sachen eben gut auch nebenbei machen. Und somit macht es da unglaublich Sinn, und ich kann dir da auch verschiedene Sachen empfehlen. Zum Beispiel kann das Kind auch mal eine eigene App gestalten. Dazu gibt es wunderbare Tools wie die App Inventor, MIT App Inventor heißt das, oder auch, ja, verschiedene Programmierspiele wie zum Beispiel Scratch Junior, welches Kindern eben auch schon ab einem sehr jungen Alter da die Grundkenntnisse des Editierens und Programmierens eben auch wunderbar beibringt. Und diese Scratch Junior, die gibt es auch als App für das Handy, also auch auf dem Handy ist es da möglich, diese, ja, diese Kenntnisse auch da beim Kind zu fördern. Und wenn du jetzt noch mehr solche wunderbaren Programmierspiele eben haben möchtest, dann empfehle ich dir hier dieses Video, das nächste Video, mit dem empfehle ich dir gleich weiterzumachen, denn da, ja, zeige ich dir ganz viele wunderbare Programmierspiele, welche eben die Medienkompetenzen und Programmierkenntnisse deines Kindes schon sehr früh und sehr effektiv fördern können. In dem Sinne, wir sehen uns hier gleich beim nächsten Video. Ein digitales Auf Wiedersehen von mir, eurem Ben.